Hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder für euch mit einem neuen Orakel. Ja, tatsächlich habe ich heute den Impuls, mal ein Haustierorakel zu drehen. Und ich weiß, dass es viele, viele Menschen gibt, die sich im Bereich der Haustiere sehr viele Sorgen machen. Und ja, ich wollte heute einfach mal was ganz anderes machen. Ich weiß, dass ich eine ganz, ganz enge Verbindung zu Tieren habe. Und von daher habe ich gedacht, wir machen das heute mal. Sicherlich wird es nicht so häufig erscheinen, aber ja, heute ist mal der Tag, wo ich sage, ich möchte gerne mal ein Haustier-Orakel drehen. In Bezug auf welche Situation du da vielleicht gerade mit deinem Haustier bist und was da auf dich zukommen könnte. Ihr Lieben, natürlich ist es ein allgemeines Reading und gerade wenn es um das Thema des Haustieres geht, wo die Gesundheit eine Rolle spielt, bitte ich euch immer, dass Karten keinen Tierarzt ersetzen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, wenn es Symptome gibt, geht bitte mit eurem Tier zum Tierarzt und lasst es abklären. Ja? Die Karten können nur Tendenzen anzeigen. Sie sind aber niemals ein Ersatz, ganz, ganz wichtig. Auch kann es sein, dass nur Teile dieses Orakels auf dein Tier zutreffen. Spürt euch einfach hinein, womit ihr damit in Resonanz gehen könnt. Ich spreche immer ja, aus der Sicht eines Menschen, was auf ein Tier jetzt schaut. Genau, ihr Lieben, das Reading ist unter anderem auch noch zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine wichtige Bedeutung haben. Und wir schauen mal. Wir legen auch ein paar Orakelkarten, um zu gucken, vielleicht erfährst du durch die Zeitkarten oder die Zahlen, das Alter deines Tieres, ja, und weißt, okay, da passt das irgendwie, ne? Also wir werden einfach, ich lasse mich jetzt einfach wirklich ganz stumm führen vom Universum und frage jetzt einfach mal im Bereich der Haustiere, was ist da los, was sollt ihr wissen? Und los geht's. Schon mal die 5 der Münzen. Die 2 der Kelche. Die 6 der Schwerter. Den Narren. Die 2 der Schwerter, die Kraft, ich lege die Karten jetzt ein bisschen höher, dann seht ihr die besser. Und die 7 der Schwerter, im Unterdeck habe ich hier die 3 der Kelche und die Mäßigkeit. Also das, was ich hier habe, auch im Unterdeck, zeigt sich noch die 10 der Kelche. Mir kommt es hier tatsächlich rein, dass du mit deinem Tier ein Thema hast, wo es wirklich einen Mangel gibt. Irgendwie ist eine Situation festgefahren eventuell. Du weißt nicht weiter, du weißt vielleicht auch nicht, warum dein Tier gewisse Verhaltensmuster an den Tag legt. Ja, ich erkenne hier tatsächlich auch Situationen, dass du schon sehr, sehr viel im Bereich deines Tieres ausprobiert hast, um diese Situation mit diesem Tier zu verbessern. Wir haben hier auch eine gesundheitliche Geschichte. Es kann auch sein, dass du dich momentan tatsächlich stark mit dem Gedanken auseinandersetzt, falls du jetzt auf einen Hund oder eine Katze schaust, ja, bezüglich der Trächtigkeit, da könntest du dir Gedanken machen oder auch Züchtungsthemen, die mir reinkommen, ja, oder ob man das dem Tier eventuell zumuten sollte oder ob man das macht. Also auch das könnte ein Thema sein, womit du dich momentan beschäftigst im Bereich deiner Haustiere. Ich habe es hier tatsächlich so, dass hier auch dein Tier stärker ist, als du es vermutest. Ja, also ich glaube, du machst dir hier viele, viele Gedanken um dein Tier, viele schlechte Gedanken, ja, und wir haben hier auch das Gefühl, dass du, oder ich habe hier das Gefühl, dass du hier emotional wirklich in einem Mangel bist, ja, bezüglich deiner Situation mit deinem Tier. Du wünschst dir hier absolut eine Verbesserung, du wünschst dir hier auch neue Impulse, vielleicht gesendet durch das Universum oder durch einen Tierarzt, ja, falls du mit einem Tierarzt schon in Kontakt stehst.
man sieht ja, dass ich hier etwas Schönes kreieren soll und dass hier auch Leichtigkeit wieder reinkommen soll. Das heißt, hier kann sich tatsächlich eine Situation verbessern grundlegend. Ja, ich bekomme hier rein, dass es auch sein kann, dass dein Tier Probleme mit einem Wasserhaushalt hat. Das könnte möglich sein. Ja, Niere kommt mir rein. Tatsächlich auch die Elektrolyte, auch der Darm könnte betroffen sein, ja, dass es hier Probleme gibt bezüglich auch der Ernährung. Hier könnte tatsächlich auch ein Mangel an Nährstoffen eine Rolle spielen, ja, was ich hier reinbekomme. Du bist ja aber auch nicht sicher. Du stehst hier wirklich zwischen den Stühlen und weißt nicht, was sollst du tun, ja. Und manchmal hast du vielleicht auch das Gefühl, okay, ich möchte jetzt einfach nur noch den Kopf unter die Decke stecken und ich höre jetzt hier auch auf zu kämpfen, ja, irgendwie, es ist so ein bisschen eine verzweifelte Energie hier zu spüren tatsächlich. Fakt ist, dass es hier um eine Heilung geht, ja, die hier anstehen kann, tatsächlich eine Leichtigkeit, die hier in eine Situation reinkommen kann, durch eventuelle auch Medikamentengabe, die ich reinbekomme, ja, und wenn du es hier um das Thema Fortpflanzung geht bei deinem Tier, habe ich das Gefühl, dass man das hier erfolgreich abschließen kann. Ja, also hier ist auf jeden Fall auch etwas gegeben. Man darf nur über gewisse Punkte sich Gedanken machen, wie es danach weitergeht. Ja, also angenommen, du hast eine Katze, sie wird trächtig. Wie geht es dann weiter mit diesen ganzen Kätzchen? Ne? Also solche Gedanken nehme ich hier wahr, die du dir auch machen könntest. Das gleiche gilt natürlich auch für Hunde. Insgesamt ist es völlig egal, auf welches Tier du schaust. Es kann hier wirklich ein Hase sein, also irgendein Nagetier. Es kann ein Vogel sein, es kann eine Schildkröte, ein Reptilienbereich sein. Ja, es ist völlig egal, das, was dir am Herzen liegt. Und wenn du hier dich in dieser Situation wiedergefunden hast, ja, dann kann dieses Orakel eben für dich sehr wichtig sein und dir vielleicht auch ein Stück weit eine neue Kraft, eine neue Zuversicht und neuen Mut geben, ja. Wichtig immer natürlich ist, die Realität zu betrachten. Das möchte ich ganz, ganz klar dazu sagen, ja. Und auch das natürlich, was der Tierarzt mit dir kommuniziert. Ich habe nämlich für einige tatsächlich das Gefühl, dass du mit diesen Meinungen komplett auseinandergehst, dass du hier eventuell andere Dinge machen möchtest oder andere alternative Möglichkeiten ausprobieren möchtest, ja, und der Tierarzt hier vielleicht auch sagt wirklich, ich weiß hier nicht mehr weiter, man hat dich vielleicht auch wirklich einfach mit deinem Tier alleine gelassen, ja, und du denkst dir so, scheiße, was soll ich jetzt tun, ja, das gibt es leider auch in manchen Situationen, dass die Tierärzte nicht mehr wissen, wie es weitergehen soll, weil sie einfach keine Ideen mehr haben. Ich sehe hier eine Ideenlosigkeit deines Tierarztes, was eine Rolle spielen könnte. Und hier ist es ganz wichtig, höre hier wirklich auch auf dein Gefühl. Du hast hier die Kraft, die Situation zu verändern. Man sieht hier auch, dass hier Leichtigkeit definitiv ansteht. Hier ist ein Heilungsprozess angezeigt, der dich sehr fröhlich stimmen wird. Es kann auch sein, dass bei deinem Tier tatsächlich immer wieder sehr krasse Schwankungen sind. Tage, wo es wirklich extrem gut ist und Tage, wo du das Gefühl hast, okay, jetzt geht's zu Ende. Ja? Und das könnte auch eine Angst von dir sein, die hier wirklich... Also das Thema Verlustangst spielt hier eine Rolle, was ich wahrnehme. Und damit könntest du auch konfrontiert sein, weil du dir dieses Thema eben nochmal anschauen darfst, was das Universum hier sozusagen zu sagen hat. Ja? Ich möchte jetzt nochmal ganz speziell auf die Mäßigkeit eine Karte legen. Ja, die 9 der Schwerter und The Unknown Card. Also hier sitzt das Universum mit am Ruder. Ja, du bist hier auch in einem pessimistischen Gedankenknast eventuell gefangen. Du machst dir viele Sorgen, vielleicht manchmal auch zu viel Sorgen. Obwohl soweit eigentlich alles gut ist, könntest du Dinge reininterpretieren. Wir sehen hier tatsächlich auch, dass das Universum diese Situation in deinem Leben auch genauso kreiert hat. Vielleicht kommen auch immer zu dir kranke Tiere, ja, du päppelst immer wieder Tiere auf. Auch das ist tatsächlich ein Zeichen vom Universum, was es dir sagen möchte, dass du hier dass es zu deinem Seelenweg zum einen gehört, zum anderen aber auch, dass es etwas in dir heilen darf. Ja, Tiere sind auch sehr, sehr heilsam. Und
jeder weiß, ja, der Tiere wirklich liebt, dass ein Haustier in, also einem Familienmitglied entspricht. Ja, also für mich ist mein Haustier zum Beispiel auch, es ist ein Familienmitglied und ich würde alles für meine Haustiere tun, ja. Also ich glaube, da gehen ganz, ganz viele mit konform. Und deswegen war es mir auch heute wichtig, mal so ein Orakel zu drehen, weil sie sind eben auch ein ganz, ganz großer Teil von unserem Leben, ja, oder für viele sind sie ein großer Teil von dem Leben. Und wem das alles nicht interessiert, der muss sich ja solche Orakel eben auch nicht anschauen, ne? Ja, wir gucken noch mal ein bisschen weiter. Ich möchte mal die Neun der Schwerter noch ein bisschen genauer mir angucken. Oh ja, hier hast du mehrere Enttäuschungen erlebt. Hier geht es wirklich um eine Verlustangst. Ja, es geht um eine Verlustangst. Du könntest auch tatsächlich eine Nachricht bekommen haben bezüglich deines Tieres, ja, was dir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Das kann hier wirklich auch eine Diagnose sein. Oder ja, wie gesagt, ein Tierarzt hat gesagt, ich weiß hier nicht mehr weiter, ich kann Ihnen nicht helfen, ja. Und das hat dich hier wirklich in einen absoluten Herzschmerz befördert. Und du bist total ratlos. Und genau in diesen Gedankenknast, davon darfst du dich befreien, ja. Hier zeigt sich ein Umbruch an, hier zeigt sich eine Verbesserung an, die hier kommen darf. Du kannst hier tatsächlich auch, und das werden wir auch gleich noch mal ein bisschen näher beleuchten, was du in dieser Situation zutun kannst, ja, damit ich dir auch ein Werkzeug in dieser Situation an die Hand gebe, denn ich möchte dich so einfach auch nicht stehen lassen, ja, denn dieses Orakel soll dir helfen können. Das ist immer ganz, ganz wichtig und deswegen werden wir jetzt die Karten auch zusammenräumen. Wenn du dich jetzt hier also wiedergefunden hast, ja, dann schauen wir mal, was kannst du schlichtweg tun? Denn mir kommt ein Impuls die ganze Zeit rein und das ist tatsächlich Mutter Erde, die Natur. Ja? Die Natur könnte dir hier eine Unterstützung bringen. So, was ist hier für dich wichtig? Was kannst du zu deinem Tier dazu tun? Also was kannst du verändern? Was kannst du machen in dieser Situation? Hier ist eine Aktivität gefragt, ja. Hier kann eine Medikamentengabe tatsächlich wichtig sein. Und wir haben hier wieder die drei der Kelche. Es geht hier auch irgendwie um die, hier kommen mir tatsächlich, hier kann es tatsächlich sein, dass es sich, ja, wie nenne ich es jetzt, um Läuse und Flöhe handelt, ja. Also ich habe hier das Gefühl, dein Tier hat hier nicht nur eine Sache, sondern dein Tier hat hier mehrere Dinge eventuell auch, die sich mal angeschaut werden könnte. Es könnte wirklich was mit dem Kreislaufsystem zu tun haben, also Herz, organisch, ja, mir kommen die Organe rein, mir kommt das Herz rein, mir kommt tatsächlich auch die Niere rein, ja, also der Wasserhaushalt, die Elektrolyte, das könnte hier eine große Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, du darfst hier wirklich in die Aktivität gehen und deinem Tier einfach das geben, was für ihn artgerecht ist, ja, also es artgerecht so gut wie es eben geht zu behandeln und hier eventuell auch Zusätze geben, Medikamente, die eventuell auch aus Mutter Erde kommen, beziehungsweise aus der Natur unterstützend wirken können. Hier geht es um die Abwechslung auch, ja. Also du sollst hier eine Balance finden. Und zwar darfst du hier auch wirklich aus dem Kummer rausgehen, aus dem, was nicht funktioniert hat. Versuche dich hier darauf zu fokussieren, was funktioniert hat, ja, und schaue dir genau an, wie verhält sich dein Tier. Ich habe hier die Beobachtungsgabe drin, ich habe hier tatsächlich auch Unterstützung von einer dritten Person, das heißt, du könntest dir hier wirklich auch vielleicht nochmal eine andere Meinung einholen, ja. Wichtig ist auch für dich, dass du vielleicht hier wirklich in die Aktivität gehst, dass du eine Balance findest, eine vernünftige Balance. Vielleicht hast du zum Beispiel, ja, es ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht hast du deinem Tier immer ein Medikament gegeben und dann hast du das wieder weggelassen, ja. Und hier kommt eine Disbalance rein dadurch, ja. Und das ist, da bist du hier wirklich in der Aufforderung, genau zu schauen, wie verhält sich dein Tier nach
gewissen Medikamenten, ja. Also das ist hier eine große Aufforderung für dich, falls du hier mit einem kranken Tier zu tun hast, beziehungsweise wenn es bei dir um dieses Thema der Gesundheit des Tieres geht. Ansonsten habe ich hier auch, dass es tatsächlich wirklich sein kann, dass du dir hier viele Gedanken machst, wenn du jetzt wirklich dein Tier zum Beispiel trächtig machst, ja, dass du da wirklich viel Sorge hast. Und ich habe das hier so, dass hier Unterstützung vom Tierarzt auf jeden Fall da ist und dass die Sachen auch, ich habe es hier wirklich, dass das gut ausgehen kann, ja. Also wenn es um das Thema ist, dein Tier ist gesund, ja, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. Aber wie gesagt, wenn dein Tier krank ist und du überlegst das, ja, dein Tier ist vielleicht angeschlagen, dann solltest du hier wirklich gut abwägen, ob du das dem Tier zumutest, denn ich habe zwar keine eigenen Kinder, aber ich muss sagen, ich weiß es aus meinem Familien- und Freundeskreis, ja, Schwangerschaften, das ist eine sehr große Anstrengung für den Körper, auch für den Tierkörper tatsächlich, ja. Also hier auch so ein bisschen aufgefordert zu gucken. Und wenn du sagst, nee, mein Tier kriegt überhaupt keine Medikamente, dann geht es hier wirklich darum, versuche dein Tier so artgerecht und das, was in deiner Macht steht, wo du dich mit gut fühlst, ja, wenn du dich in diese Seele reinversetzen kannst, ja, die Empathie für dein Tier fühlen kannst, dann weißt du, was dir gut gefallen würde, ja, und da muss man immer natürlich auch auf die Art des Tieres schauen. Denn das beste Beispiel ist einfach, wenn du zum Beispiel zu Hause einen Wellensittich hast, ja, dann ist es so, gönne diesem Vogel Freiflug. Ja. Das ist das, was sein Leben braucht. Ein Vogel darf fliegen, er muss fliegen, um glücklich zu sein und nicht irgendwo in irgendeinem Käfig eingesperrt zu sein. Genauso, wenn du die Möglichkeit hast, du hast ein Meerschweinchen zu Hause, setz es doch einfach mal mit einem Freigehege, natürlich unter Beobachtung und aufpassen, ja, bezüglich Greifvögel und andere Sachen, setz es einfach mal in die Wiese und lass es einfach mal Mutter Natur spüren, denn das braucht dieses Wesen. Ja, also das sind so die Ratschläge des Universums. Ich weiß, da werden jetzt viele sagen, okay, damit kann ich eigentlich gar nicht so viel anfangen, aber wichtig ist, sich vielleicht auch mit der Art und der Rasse des Tieres zu beschäftigen und zu schauen selber, was kann ich Gutes tun dem Tier, was kann ich verbessern, ja. Ansonsten, wie gesagt, bei der Medikamentengabe habe ich hier diese Schwankungen rauszunehmen und wirklich beobachten, dein Tier wirklich sehr gut beobachten. Okay, kriegen wir hier noch einen anderen Impuls? Ja, du hast hier ein ganz, ganz starkes Band zu deinem Tier. Hier kommt eine plötzliche Verbesserung rein, ja, vielleicht auch sehr unerwartet. Du kannst ja auch mit dem Universum arbeiten. Das Universum sagt dir hier, dass du diesen Kummer loswerden wirst, ja. Also hier kann sich ein Kummer auflösen. Das kann hier plötzlich und unerwartet sein, ja. Und hier löst sich etwas, hier klärt sich etwas, hier kommt eine Klarheit für dich rein, auch vielleicht durch deine gute Beobachtung. Und wichtig ist wirklich, rational und realistisch an die Dinge heranzugehen. Ja, das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Natürlich sollte man immer auf sein Bauchgefühl hören, aber hier sagen die Karten auch ganz klar, nehme deinen Verstand dazu realistisch. Ja, also wenn dein Tier zum Beispiel an einer schweren Krebserkrankung leidet und überall Metastasen sind, dann darf man die letzte Zeit so schön wie möglich palliativ eben begleiten und es so schön wie möglich machen, um sich dann eben zum gegebenen Zeitpunkt auch verabschieden zu können, zu dürfen, wie auch immer. Ja, ich für mich selbst ist es auch eine Erfahrung, die ich schon mehrfach gemacht habe, die sehr, sehr schmerzhaft ist. Für mich eines der schlimmsten Momente in meinem Leben, wo ich auch meine Spiritualität in dem Moment komplett vergesse. Ja, und es mir sehr, sehr schwer fällt, ja, da noch irgendwie im Vertrauen zu bleiben oder sonstiges dergleichen, sondern das ist für mich tatsächlich fühlbar wie eine Höchststrafe, ja, wenn mein Tier tatsächlich geht, obwohl es zum Leben einfach dazugehört. Und das weiß man, ja, das weiß ich auch, aber es ist halt schwer.
Es ist wirklich ein ganz, ganz doller Herzschmerz, den ich absolut nachfühlen kann. Aber da darf man dann auch in die realistische oder in die Realität zurückkommen, ja, dass es in manchen Situationen eben einfach keine Heilung geben kann. Man kann es aber so schön wie möglich zu machen. Und falls du in so einer Situation bist, ja, dann ist das wichtig, das auch anzunehmen. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung ohne Ende. So, hier zeigt sich trotzdem an, dass ich für die meisten wirklich etwas klären kann, etwas auflösen kann. Eine Situation kann sich verbessern. Und ich bin jetzt wirklich gespannt, was die Engel uns noch dazu sagen. Was sagen die Engel in Bezug auf die Haustiere? Was sollt ihr wissen? Ja, hier ist, setz dich durch, aktiv werden. Ja, und die beglückenden Veränderungen, ne? Also du musst gar nichts. Du darfst hier über etwas nochmal drüber nachdenken. Du darfst etwas genau beobachten. Du darfst dich hier auch durchsetzen, auch in Bezug auf Tierärzte, ja? Also wenn du mit etwas nicht einverstanden bist, dann darfst du dich hier wirklich durchsetzen in einer vernünftigen Art und Weise, in einer vernünftigen verbalen Kommunikation, ja? Ich habe das Gefühl, es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch selber dir die Realität vor Augen auch holst. Ja? Also es gibt einfach Dinge, wo das Tier zum Beispiel einfach krank ist, aber mit dieser Krankheit erstmal noch ein paar schöne Jahre haben kann. Ja? Und für dich ist es vielleicht wirklich die ganze Zeit so, dass du traurig bist, dass du ganz dollen Herzschmerz verspürst, ja, und hier sagt das Universum wirklich, gehe aus diesem Mangel heraus, stelle dich deiner Verlustangst, bearbeite deine Verlustangst und du wirst sehen, hier können beglückende Veränderungen reinkommen. Deine Gedanken sind auch ganz, ganz wichtig, Manifestation, was manifestierst du, ja. Ich habe das Gefühl wirklich, dass hier eine schöne Veränderung reinkommen wird und es dauert wahrscheinlich, es dauert, ja, also ich habe es hier für einige tatsächlich auch, dass wenn du, wie gesagt, ein krankes Tier hast und du hast hier den Wunsch, gerne dieses Tier trächtig zu machen, ja, oder wie gesagt, dass es sich fortpflanzt, dann überlege das gut, ja, also hier könnte man wirklich sagen, bitte ein bisschen Vorsicht, ja, was mutest du dem Tier in dem Moment dann zu? Das andere ist natürlich, wenn du jetzt sagst, mein Tier ist hier ziemlich stur, ja, und es will immer seine Medizin nicht schlucken, ja, dann darfst du hier auch dich wirklich durchsetzen in liebevoller Art und Weise natürlich, also niemals mit Gewalt. Ich bin total gegen Tiere, also gegen Gewalt gegen Tiere, ja, also da werde ich zur Bestie, wirklich. Also wenn ich sehe, dass jemand ein Tier quält, das ertrage ich nicht. Auf jeden Fall ist es hier wichtig, sich liebevoll eventuell auch durchzusetzen, ja, und aktiv zu werden und eben dadurch auf beglückende Veränderungen anzustreben. Wie gesagt, Mutter Natur kann dir hier auch helfen, Medikamente aus der Natur, also Homöopathie, ja, in dem Sinne. Ich bin mal gespannt, was noch die Orakelkarten dazu sagen. Ich finde, es ist mal ein spannendes Thema. Ich finde es wirklich ja, für einige wahrscheinlich, also wann schaut man ein Haustier-Orakel sich an? Wahrscheinlich, wenn irgendwas nicht ganz stimmig ist, ja, wenn man sich irgendwie Gedanken macht, wenn alles eigentlich gut ist, dann schaut man sich meistens diese Orakel nicht an. Und man muss auch sagen, es gibt nicht gerade sehr viele, die Haustier-Orakel machen oder die Haustiere eben mit einbeziehen und das war etwas, was ich heute mal gerne machen möchte. Und das wird auch nicht so oft passieren, aber hin und wieder, denke ich, ist das einfach mal eine schöne Abwechslung, weil sie sind einfach ein großer, großer Teil für viele Menschen von der Familie, ja. Guck mal, wir haben hier den Schutz, wir haben die Botschaften, die hier kommen und die Erlösung, ja. Also
Ich habe hier das Gefühl, dass du hier wirklich erlöst werden kannst, einmal auch von deiner Verlustangst. Hier zeigt sich etwas vielleicht auch manchmal schlimmer, als es ist. Du machst dir zu viele Gedanken. Vielleicht bist du wirklich auch jemand, der sich reinsteigert. Tatsächlich im Bereich der Tiere kenne ich das auch zu gut. Ich bin dann voll in meinem Element Luft, ja. Und bin nur noch im Verstand und versuche alles kleinstmöglich ins Detail zu analysieren, zu strategieren. So, aber das ist manchmal etwas, was wirklich anstrengend ist, was weh tut und vor allem, was uns blockiert. Weil von diesen Gedanken kommen wir zum nächsten Gedanken. Und eigentlich ist es der größte Teufelskreis, in dem wir uns befinden. Ja? Und da hilft es vielleicht auch manchmal wirklich erstmal nochmal drüber nachzudenken, eine Meditation zu machen, runterzukommen, ja, und dich wieder zu erden und klarzukommen. Hier kommt eine Erlösung rein. Wir müssen mal schauen. Ja, wir haben hier die Experimentierfreudigkeit, ja, und guck mal, hier haben wir den Lebensbaum, die Gesundheit, die Erholung, ja, das Urvertrauen. Du darfst hier wirklich, ganz ehrlich, du darfst hier auch ein bisschen experimentierfreudig werden, was Mutter Natur anbetrifft. Vielleicht gibt es Kräuter, die deinem Tier helfen können, ja. Da müsst ihr dann natürlich euch immer bitte mit dem Tierarzt absprechen oder auch wenn das Tier schon Medikamente nimmt, ja. Ganz, ganz wichtig ist, dass man hier schaut, dass man nicht zu viel tut des Guten, ja, sondern eine vernünftige Balance findet. Gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass hier im Herbst eine Genesung, Genesung will ich nicht mal sagen, aber hier können wirklich Veränderungen reinkommen, womit du nicht gerechnet hast, ja. Und das wird dir hier unheimlich viel Freude bereiten, denn ich habe hier das Gefühl, du hast hier wirklich alles Menschenmögliche getan, du bist hier aktiv geworden, du hast dich versucht, auch deinen Themen zu stellen, ja. Und das wird natürlich vom Universum belohnt. Auch das Universum kannst du hier wirklich um Hilfe bitten. Die Engel kannst du um Hilfe bitten, ja. Und ich habe hier wirklich so im Bereich der Experimentierfreudigkeit darfst du das tun bezüglich der Mutter Natur, ja. Also vielleicht Löwenzahn oder ich weiß nicht was. Es gibt so viele Heilkräuter und Heilpflanzen, die deinem Tier einfach unterstützend zur Seite stehen können, ja. Um hier einfach eine bessere Gesundheit zu bekommen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was die Krafttierkarten hier sagen. Wir haben hier schon mal den Hahn. Wächter des Guten, also hier kannst du dir auch ganz, ganz sicher sein, ja, dass das Gute hier an deiner Seite ist, dass du hier einen Schutz hast. Das habe ich hier wirklich ganz, ganz stark. Und es kann auch tatsächlich sein, dass du zum Beispiel ein Haustier besitzt, was gar nicht so üblich ist. Ja? Also etwas Außergewöhnliches könnte es sein. Auch könnte ein außergewöhnliches Merkmal bei deinem Tier vorhanden sein, was zum Beispiel andere Rassen so nicht haben oder nicht machen. Ja? Also eine außergewöhnliche Art, vielleicht außergewöhnliche Farben. Ein außergewöhnliches Verhalten. Sowas kriege ich hier rein, ja. Vielleicht auch tatsächlich eine seltene Erkrankung. Ja, wir haben wieder ein Lufttier. Der Falke, Krieger des Lichts, auch hier wieder Wächter des Guten. Hier geht es zurück ins Licht, ja. Also hier werden Schattenthemen. Dieses Tier ist in deinem Leben auch, um dass du daran wachsen kannst, dass du hier deinen Themen dich stellst, wahrscheinlich. Und ich glaube, das ist das für die allermeisten zählt das auch. Es geht hier um eine Verlustangst oder um etwas wirklich fixiert festzuhalten, nicht loslassen zu können. Und das kriege ich hier ganz, ganz stark rein. Mhm.
Mir kommen die Farben tatsächlich orange rein, mir kommt ein hellbraun rein, ein schwarz kommt mir auch rein. Ja, der Büffel, hier geht es um die Sicherheit und die Zugehörigkeit, ja. Vielleicht darf man hier auch wirklich akzeptieren, wie gesagt, dass dieses Tier eben gesundheitliche Probleme hat, ja, und eben die Zeit, solange wie es eben noch gut geht, mit diesem Tier eben zu genießen, ja. Und man sieht hier auch, dass du diesem Tier eine gewisse Sicherheit gibst, ja, dass das habe ich hier ganz, ganz stark. In dem Moment fängt es tatsächlich an, wie verrückt in meinem Ohr zu piepen. Hier ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft von den, vom Universum. Dein Tier fühlt sich sicher bei dir. Dein Tier fühlt sich auch geliebt von dir. Ja, auch wenn du da wirklich vielleicht manchmal ein bisschen härter durchgreifen musst, weil du vielleicht Medikamente verabreichen musst oder weil du vielleicht manchmal einfach ungehaltener bist, weil du überfordert bist in manchen Situationen. Das Tier möchte dir hier trotzdem sagen, es fühlt sich bei dir sicher und vor allen Dingen hast du hier ein ganz, ganz starkes Band zu deinem Tier. Du kannst ja auch über dieses Band Heilung deinem Tier schicken. Auch das habe ich hier für einige. Mir kommt rein, dass es sein kann, dass auch bezüglich der Krallen, ich weiß nicht, um was es für ein Tier geht, aber die Krallen könnten eine Auffälligkeit haben, beziehungsweise könnte es etwas sein, wo dir auch ein Mangel angezeigt wird. Wie soll ich das sagen? Ein Vitaminmangel, ein Mineralstoffmangel könnte hier ja, vorliegen. Die Frage ist halt, wenn du, wie gesagt, mit einem Tierarzt zu tun hast, kannst du da ja mal fragen, ob man das mal klären könnte, sofern man bei deinem Tier Blut abnehmen kann. Ja, es gibt natürlich auch sehr kleine Tiere, wo das eben nicht so einfach möglich ist. Aber das kriege ich hier gerade rein. Ja, hier hat das alles einen tieferen Sinn. Natürlich, es kann ja auch um eine Katze gehen, ja. Ich kriege tatsächlich auch so diese getigerte Katze rein mit braunen und schwarzen Streifen. Also, wie gesagt, eine Auffälligkeit vielleicht auch an der Pfote. Ja, es könnte sein, dass die farblich sehr auffällig ist. Sowas kriege ich hier rein. Und lasst mich nochmal kurz reingehen. Ja, es geht hier wirklich einfach um die Innenschau. Ja, dieses Tier ist nicht ohne Grund in dein Leben gekommen. Vielleicht passiert dir das auch immer wieder tatsächlich, dass kranke Tiere zu dir finden. Oder du hast ein Tier aufgenommen und es geht ein paar Jährchen gut, ja, ein, zwei, und dann erkrankt es aber doch immer sehr früh. Ja, das ist auch nochmal ein Hinweis. Deine Seele hat sich das tatsächlich ausgesucht. Du hast hier eine ganz, ganz starke Verbindung zu Tieren auch, ja. Okay. Es kann sein, dass du im Moment sehr viele Federn findest. Hier den Moldawit, Einzigartigkeit. Ihre einzigartigen Fähigkeiten und ein wichtiger Teil, um ihr Lebensziel zu erreichen. Es ist in Ordnung, anders zu sein und zu fühlen. Ich habe das Gefühl, dass dein Tier hier schon anders ist, dass es hier auch eventuell wirklich eine herausfordernde Situation gibt, ja, weil hier läuft es, vielleicht hast du auch immer wieder Katzen gehabt, ja, und bei der Katze ist es komplett alles anders oder auch ein anderes Tier, ein Hund, ein Vogel, eine Schildkröte, weiß was ich, ja, ein Hamster, egal was, ja, du hattest diese Tiere schon und bei diesen Tieren läuft alles anders, also es ist auch irgendwie so, dass die Tierärzte da eventuell wirklich überfordert sein könnten, ja, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Der Moldawit kann dich unterstützen. Welcher Heilstein wird noch wichtig? Ich habe das Gefühl, der hier. Das ist Fluorid. Natürliche Schönheit und Authentizität. Seien Sie einfach Sie selbst, denn Gott hat Sie von Natur aus attraktiv und liebenswert gemacht, innerlich wie äußerlich. Also einmal zeigt die Karte mir tatsächlich an, dass
ganz, ganz starkes Band einmal zwischen dir und diesem Tier herrscht. Aber was ich hier auch reinbekomme, deswegen war ich gerade still, weil ich habe gerade was reingeflüstert bekommen vom Universum. Es geht darum, dass es hier die Natur wirklich, es gibt etwas in der Natur, was deinem Tier helfen kann. Es gibt hier etwas in der Natur, was deinem Tier, helfen kann. Und es könnte wie eine, es kann innerlich sowie äußerlich angewandt werden. Das heißt, es kann sein, dass es zum Beispiel es aufnehmen darf, es darf aber auch dran nagen zum Beispiel, ja. Oder es darf drauf liegen oder drauf sitzen oder wie auch immer. Also ich bekomme innerlich wie äußerlich, gibt es etwas aus der Natur, was deinem Tier helfen kann. So, um es auf den Punkt zu bringen. Vielleicht beginnt dein Tier mit M oder mit F als Buchstabe. Das habe ich hier noch. Wir gucken jetzt aber noch mit den anderen Engelskarten. Auch hier haben wir wieder M. Du bist verwirrt und unentschieden, weil du nicht genug Informationen hast. Informiere dich besser oder hole dir Rat bei Experten, bevor du eine Entscheidung triffst. Also hier ist es wirklich in doppelter Bestätigung, dass du hier vielleicht wirklich dir auch nochmal eine zweite Meinung abholen darfst. Ja, vielleicht heißt dein Tierarzt auch mit M oder mit F. Ja, oder es gibt einen Tierarzt für dein Tier, wo du in der Nähe hast mit M oder F. Es kann auch weiter weg sein tatsächlich, ja. Aber da gibt es einen Spezialisten auf diese Problematik, ja, die bei dir eben wichtig sein könnte. Das kriege ich hier auch rein. Der Buchstabe M könnte sehr, sehr wichtig sein. Du darfst dir hier auch tatsächlich Informationen holen über die, also ich kriege hier tatsächlich rein homöopathische Informationen. Du kannst halt gucken, was gibt es da im Internet, sprich es mit deinen Tierärzten ab, ja, mache nichts auf eigene Faust. Das könnte hier gefährlich werden, ja. Azur, das von dir gewünschte Ergebnis wird sich in Kürze einstellen. Hab Geduld und Vertraue. Versuche nicht zu erzwingen. Hab hier wirklich auch ein bisschen Geduld. Ja, wenn du hier zum Beispiel mit Naturheilmitteln arbeitest, sie brauchen einfach manchmal länger, um ihre Wirkung zu zeigen. Ja, und der Buchstabe A könnte hier auch noch wichtig sein für dich. Und im Unterdeck haben wir hier noch Z, Chana. Du bist vor allem leidgeschützt. Das Schlimmste liegt hinter dir. Entspanne dich und wisse, dass du in Sicherheit bist. Also, noch einmal, hier ist göttlicher Schutz mit an deiner Seite. Das Leben ist endlich, ja. Das heißt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo ein krankes Tier oder auch ein gesundes Tier gehen wird, ja. Aber im Moment sehe ich hier, dass sich eine Situation, die dich sehr herausgefordert hat, hier beglückend verändern kann, ja, und du darfst hier wirklich wissen, es ist alles richtig, so wie es ist, ja, das Universum macht keine Fehler, und hier möchten das dir die Karten auch nochmal sagen, also Z, A, F und M ist sehr wichtig für dich, so könnte dein Tier mit diesen Buchstaben, könnte dein Tier, so könnte es heißen, oder auch dein Name könnte hier natürlich mit diesen Buchstaben anfangen oder tatsächlich auch der Tierarzt, ja. Also das bekomme ich hier auch nochmal rein. Jetzt schauen wir mal, für welches Sternzeichen, das gilt jetzt natürlich für euch. Kann dieses Reading hier sehr wichtig sein, ja. Hier haben wir den Wassermann. Dann haben wir hier den Stier, dann haben wir den Widder, dann haben wir den Krebs, dann haben wir hier den Löwen und die Waage. Im Unterdeck habe ich hier den Skorpion. Also für diese Sternzeichen kann das hier besonders wichtig sein, ja. Vielleicht ist auch in dein Tier in einem dieser Sternzeichen vorhanden. Du weißt ja, wann es Geburtstag hat, ja. Dann kannst du mal gucken, vielleicht ist es da. Oder du hast es zum Beispiel im Monat August bekommen oder im Monat Februar, ja.
je nachdem, wann jetzt die Tierkreiszeichen hier beginnen, könnte das wichtig sein. Also dein Sternzeichen, auch wenn das jetzt hier nicht gefallen ist und du sagst, ich bin aber hier in dem Reading, kann das trotzdem auf dich zutreffen, ja? Nagelt euch da nicht zu sehr drauf fest. Ich habe hier eine Karte noch umgedreht. Moment. So, jetzt machen wir noch die Zeitkarten. Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt spiegelt dich. Also, wann diese beglückenden Veränderungen tatsächlich kommen, möchte das Universum nicht sagen. Ich möchte trotzdem noch nach einer Zahlenbotschaft fragen. Also die Zahl 7 könnte wichtig sein. Es kann sein, dass du dieses Tier an einem Samstag bekommen hast. Tatsächlich kann es auch sein, für ganz, ganz wenige, dass du an einem Samstag ein Tier erlösen darfst, ja, oder es erlöst wird. Die Zahl 7, also ich kriege am meisten tatsächlich 7 rein, dass dein Tier eventuell 7 Jahre alt ist. Es kann auch sein, dass du samstags immer etwas Spezielles mit deinem Tier machst. Ja, ein Ritual. Wie gesagt, das Universum möchte uns keine Zeiträume nennen, ja, wo diese beglückenden Veränderungen reinkommen. Ich kann dir nur sagen, tatsächlich, der Samstag könnte wichtig sein. Das kann auch Samstag in 7 Jahren sein. Ja? Also Zeiten des Lebens. Wie gesagt, das Universum möchte hier nichts sagen. Und wir haben nochmal die 7. Also die Zahl 7 ist sehr, sehr wichtig. Genieße deine Zeit, genieße die Wochen, Monate, genieße das Leben mit deinem Tier und versuche dich nicht auf den Mangel zu konzentrieren. Ja? Der 23.09. bis 23.10. könnte ein sehr wichtiger Zeitraum sein. Und vielleicht ist, ich weiß nicht, ihr müsst mal schauen, ob der 7. tatsächlich der 7.10. ist das vielleicht sogar am Samstag, dann könnte das wirklich wichtig werden. Die nächsten 7 Monate, 7 Wochen, ja. Und wir haben hier die dritte 7. Und die 7 ist auch eine heilige Zahl, ja. Am 7. Tag ist Ruhe, ja. Also da wird die Arbeit auch niedergelegt. Also hier geht es wirklich, lege deine Ängste nieder, konzentriere dich auf die Fakten, auf die Realität. Ja, ob sie gut oder schlecht ist, da steht jetzt jeder an einer anderen Situation. Aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dein Tier könnte auch um die 7 Jahre alt sein. Ja? Und hier ist es auch so, hier kommt die Freude zurück. Hier kann die Freude zurückkommen, die Umstände bestimmen. Wie gesagt, auch hier haben wir noch den Lavendel drauf. Ja? Es kann auch sein, dass hier wirklich Ruhe angesagt ist, was dein Tier braucht. Vielleicht ist es auch zu viel Action, zu viel Aufregung. Ja? Das kriege ich hier auch rein. So, jetzt kommen wir zum Abschluss und schauen mal, was die Charms noch sagen. Also irgendwie, irgendwie wollen sie nicht. Ist gar nicht so einfach. Ja, hier haben wir auch wieder die Katze, also der tiefere Sinn, das ist Wahnsinn. Dann haben wir hier tatsächlich die Früchte, also ich glaube, dass du hier Früchte ernten kannst. Und hier haben wir, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Dieses Zeichen, wie heißt das denn noch? Also ich komme nicht auf den Namen, von daher wichtig für dich ist, ja, also dass mir gerade reinkommt, hier kommt ein Pfeil geflogen. Das heißt tatsächlich, es könnte hier wirklich sein, dass du etwas bekommst, einen Impuls bekommst, der dir wie, wo dir wie Schuppen von den Augen fällt, ja. Und es kann hier etwas sein, dass du, dass es etwas mit Früchten, mit Gemüse, sowas zu tun hat. Also homöopathischen Mitteln, ja. Ich muss noch eins ziehen. Ja, hier haben wir noch die Engelsflügel. Das zeigt auch nochmal das Göttliche an, ja. Die Zahl 7, es ist super passend. Wie gesagt, Katze könnte sehr, sehr wichtig sein, ja. Vielleicht ist zum Beispiel auch die Katze der größte Feind deines Tieres, kommt mir jetzt auch gerade noch durchgegeben. Dann könnte das hier auch für dich
eine wichtige Information sein. Ja, also weiß ich nicht, wenn du zum Beispiel eine Maus zu Hause hast, ja, oder einen Vogel oder so, da ist die Katze ein natürlicher Lebensfeind, ja. Und ich überlege gerade noch, wie die Symbol heißt und ich komme nicht drauf. Aber es ist auch egal, weil ich hab es als Pfeil reinbekommen, ja, also als Impuls. Du wirst Impulse bekommen, vielleicht auch wirklich am Samstag oder in diesen Zeiträumen wirst du Impulse bekommen. Und es bringt dir hier wirklich beglückende Veränderungen. Vielleicht helfen dir auch andere Menschen dabei. Ne? Also das ist spannend hier heute. Was haben wir hier noch? Ja, der Irrgarten, ne? Du weißt nicht so genau weiter, du weißt nicht so, wie sollst du es machen, wie machst du es richtig, ja, vielleicht hast du jetzt auch gerade, bist neu damit konfrontiert, ja, und wie gesagt, bist da ein bisschen überfordert, aber ich kann dir sagen, hier kommt tatsächlich eine Klarheit für dich rein, hier wirst du einen Impuls bekommen und hier können sich eine Situation, kann sich hier definitiv verändern. So, und jetzt muss ich echt mal schauen, wie das Symbol heißt, weil es mir komplett entfallen. Ihr Lieben, ja, ich hoffe, dass euch das auch mal gefallen hat und dass es euch vor allen Dingen in eurer Situation eventuell ein bisschen weiterhelfen konnte. Und ich wünsche euch und euren Tieren alles, alles erdenklich Liebe und Gute, ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Licht und Liebe, passt immer gut auf euch und auf eure Tiere auf. Und in diesem Sinne sage ich Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.